Hey ho Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Singleplayer. Und wir haben in der letzten Folge den Metal Mario, von mir jetzt Metal Mario genannt. Und den haben wir freigeschalten und hier einfach so einen hässlichen Sonnenschirm. Alles klar, gut. Warum letzte Folge auch so lang Blackscreen war, war einfach mal, dass ich meine Wii U aufgehangen hat. Ganz gut. Ist richtig schön. So, wir nehmen einfach das Ding und das Ding. So, typisch halt. So. So, und wenn ihr hier richtig seht, wir haben hier überall diese drei Sterne erreicht. Und deswegen fehlt nur noch der Spezialo Capo hier mit der Wolkenstraße. Die krochenen, trockenen, dünnen und die Basisfestung und der Regenbogen Boulevard. Und ja, wir starten mit dem letzten Cup, würde ich sagen. Warum? Also, muss ich wahrscheinlich noch alle anderen Cups oder ein paar andere Cups fahren mit 50 Kubik und 100 Kubik, um alle Charaktere freizuschalten, oder? Sehe ich das richtig? Weil, ja, wir haben ja noch genügend Fragezeichen übrig. Das könnt ihr mir bitte gerne in die Kommentare schreiben, das wäre echt nett. Ja. Genau. Aber zeigen und aufnehmen werde ich auch nur diese jetzt, einfach aus dem Grund, weil ihr die ganzen Scheiße, weil ihr die ganzen Strecken ja sowieso kennt. Und ja, ich deswegen nicht mal die 50er, die langweiligen 50er da und sonst was euch zeigen braucht. Das ist eigentlich mega unnötig. Deswegen zeige ich euch die nicht. Ich meine, es sind ja die gleichen Strecken, nur langsamer. Eigentlich voll langweilig. Und ja. Theoretisch müsste das jetzt dann eigentlich ja die letzte Scheiße. Die letzte Folge vom Singleplayer eigentlich so sein. So wie ich das sehe. Oh Gott. So wie ich das sehe, müsste das so sein. Ich weiß es nicht, an sich schon. Ich habe eigentlich nichts mehr zu erledigen. Wir haben alle Cuts gemacht und ja, das wäre es dann eigentlich schon. Das ist eigentlich ziemlich schnell gegangen. Aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und sonst, natürlich geht es dann weiter mit dem Online-Modus. Vielleicht bringe ich auch noch mal ein paar andere Mario Kart-Videos. Ich habe da auch schon ein paar Ideen, welche. Und ein paar mit dem lieben Michael oder sowas. Ein paar Online-Runden oder so werden auf jeden Fall auch weiterkommen. Da haben wir auch, ja, da haben wir auch ziemlich Bock zu spielen eigentlich. Und ich denke mal, das ist auch ganz lustig mit uns zwei. Hoffe ich doch mal. Und ja, genau. Das wollte ich eigentlich noch so loswerden. Ja, wenn ihr dann, wie gesagt, noch mit mir fahren wollt, dann schaut in die Beschreibung. Da ist dann mein Turnier. Könnt ihr immer rein. Und wenn ich da drin fahre, dann kündige ich es an. Und ja, da könnt ihr dann immer mit mir fahren. Das ist doch eigentlich auch nicht schlecht, oder? Und ich kann mit euch fahren, das ist auch cool. Und davon werden nämlich auch ein paar Online-Runden dann kommen. Und sonst was. Ich weiß dann noch nicht, wie jetzt das Online kommen wird. Wahrscheinlich auch jeden Tag eine Online-Folge. Weil jetzt kommt ja jeden Tag Mario Kart 8, aber immer abwechselnd Offline-Online. Und ja, ich werde es dann wahrscheinlich auch so machen, dass dann jeden Tag Online kommt. Weil es ist schon ziemlich geil und da habe ich schon ziemlich Bock drauf. Und ja. So wird es dann wahrscheinlich sein. Ich hoffe, euch gefällt das so. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, dann schreibt ihr am besten in die Kommentare. So, ab geht die wilde Fahrt in der knochentrockenen Düne. Dünen. Was auch immer. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, diese Strecke bin ich noch nie gefahren. Ja, nicht online, noch nirgendwo. Die wurde noch nie gewählt. Und diesen Cup fahre ich natürlich auch zum ersten Mal. So. Ja, mal schauen, was die Strecke mit sich bringt. Bis jetzt sieht sie cool aus. Außer dieser Wario, der versaut ein bisschen das Bild. Aber sonst ist alles schön. Bis jetzt. Man weiß ja nie, wie fies die Strecke... Ja, ich sag's ja. Wie fies die Strecke werden kann. Oh, was haben wir denn da? Hui, hui. Hui. Oh mein Gott. Ich will da hoch. Oder auch nicht.
Warum hat er mich nicht da hochfahren lassen? Mann, oh. Ach, scheiße. Ah, puh. Mann, ich will da nächstes Mal hochfliegen hier. So mit einem Turbo kann man da auch mittendrin hier auf die Rampe rauf. Ja, ist bestimmt nicht schlecht. Aber man muss erstmal Turbo kriegen, ne? So. Alter. Wie scheiße ist es denn da, bitte einzulenken? Alter, wenn man da ist, dann schanzt der eigentlich gar nicht da hoch. Ja, versuchen wir nächstes Mal die andere Strecke zu fahren. Vielleicht ist sie ja sogar ein bisschen schneller, wer weiß. Die letzte Runde versuchen wir es. Da sollte ich jetzt aber erstmal ein bisschen gut fahren, dass ich einen kleinen Abstand krieg. Gut fahren! So viel einfach nur dazu. Haha, du fette Sau. Aber so viel zu gut fahren, ne? Den Scheiß. Ach, danke. Geil, danke, 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 roter Panzer, danke. Einmal auf meiner Seite, das ist auch schön. Alter. Alter, da schafft man es auch nicht drauf. Das ist ja übelst schwer, da hochzukommen. Das ist ja übel schwer. Hä, wen habe ich das jetzt? Wow, 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 wow. Ja, erster. Perfekt. Alter, das ist richtig schwer, da hochzukommen irgendwie. Und ich bin einfach halt nur zu blöd dafür. Was wahrscheinlich so ist, dass ich einfach mal richtig dumm dafür bin, aber... egal. So, weiter geht die Fahrt mit Bowsers Festung. Die neu erstellte sozusagen... Und ihr wisst gerade gar nicht, wie meine Rücken wehtut. Ich sitze so krüppel auf meinem Stuhl. Wenn ihr das sehen würdet, hey, ihr würdet abbrechen, die Sau, Alter. Und ihr würdet nicht verstehen, wie man so krüppelig da sitzen kann. Ich sitze wirklich krüppel da. Also, ich kann es gerade echt nicht glauben, wie ich da sitze. Also, es ist richtig eklig. So. Die Musik in dieser auf dieser Strecke ist einfach nur göttlich. Ich liebe die Musik dort. Ja, komm, hau zu. So. Oh, bam, Alter. Die Strecke ballert wieder. Nicht umsonst sind eigentlich die Bowser-Strecken. Jedes Mal, wenn eine neue Bowser-Strecke kommt, jedes Mal, ist jedes Mal die Bowser-Strecke meine Lieblingsstrecke. Weil die einfach geil ist. Weil es einfach nur geil ist, Leute. Es ist einfach nur geil. Wow, da kam auf einmal der Laser raus. So. Autsch. Aber ihr müsst zugeben, die Strecke ist richtig geil. Die meisten werden sie vielleicht sogar hassen, weil die einfach vielleicht sogar schwer ist oder irgend sowas. Aber ich liebe die einfach nur. Ich finde die geil ohne Ende. Ja gut, da reinfahren ist immer schön. LOL, warum konnte man denn da... Hä? Hm, egal. So. Nice. Ah, die Musik und alles. Ah, oh, alles perfekt. Erster Platz und eine Hupe. Auch gut. Kann man alles weghupen hier. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Nein, geht weg hinter mir. Geht weg. Ah, ich will doch nicht. Ja. Du Baby da. Piss dich, niemand kann den Metal Mario schlagen. Niemand. Niemand auf der Welt kann das. So, komm. Wir packen das. Oh, gerade rechtzeitig noch die Faust hochgehoben hier. Und bam! Ach, schon wieder in die Turbo verkackt hier. Egal, 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 ja! Bam, 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 bam! Oh yeah! Oh, die Strecke ist richtig geil. Ich mag die einfach nur richtig.
So, huhuhu. Und ja, das Raumschiff sieht einfach mal aus wie so ein Blooper. Ja, willkommen zur letzten Strecke. Dies ist wahrscheinlich Offline-Let's Plays. Und dann gibt's nur noch Online-Action. Ja, yeah, da fluche ich sowieso viel mehr rum, ne? Das wollt ihr eigentlich sehen. Gut, ich würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt schon über einen Daumen hoch freuen, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir wirklich Mühe bei diesem wirklich letzten wahrscheinlich das letzte Let's Play von mir. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wie ich es machen werde. Aber Leute, ihr könnt mir glauben, dieses Let's Play, das läuft lang. Ich meine, es gibt diesen Online-Modus und ist ja nicht so, dass der Online-Modus irgendwann endet. Nein, der endet nicht. Der endet nicht, Leute. Ja, wer weiß, wie lange ich da noch was mache. Je länger ihr aktiv dabei seid und je länger ihr gutes Feedback und sonst was gibt, desto länger mache ich auch Videos, desto länger macht es mir auch wieder Spaß. So, setzen wir den Stern direkt mal ein. Mein vierter Platz geht immer noch nicht. Was soll denn der Scheiß? Und was sollen diese eigentlich? Diese Scheißkurve, die die da eingebaut haben, die ist so asozial scheiße. Sorry, aber ist einfach so. Diese Kurve, die geht einfach gar nicht. So, wenn ich hier nicht Erster werde, dann rotze ich auch schon wieder her. Einfach aus dem Grund, weil ich den ganzen Cup nicht nochmal fahren will. Ja, ja, ist okay. Wie sie mich wieder alle wegballern und wie ich wieder runterfalle, weil die Kurven einfach nur alle komplett scheiße sind. Diese Strecke ist einfach nur kompletter Müll. Mag die nicht. Weißt du, dann ist man Sechster und kriegt einen fucking Turbo. Ja, ist so. Oh, nerven dich, Spiel. Alter, du wolltest mich gerade wieder abballern, oder was? Boah. So. Pisst euch mal alle hier. Nein! Ja, genau. Ein Kugelwilli ist logisch. Alter! Verreckt doch mal alle. Geht einfach alle weg. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Fuck, Alter. Kommt mir gerade gelegen. Ja! Oh yeah! Wie ich diesen Stachypanzer liebe. Und glaubt mir, Leute, normal sagt ein Mario Kart-Fahrer das nicht. Aber ich liebe ihn. Ich wurde deswegen Erster. Danke, danke, danke! Ja! Ich hasse diese Strecke einfach nur abartig. Ich mag die nicht. Gut, Ergebnisse anzeigen, los geht's, ich will hier balla balla bum bang bum. Ich will jetzt irgendeinen geilen Charakter haben oder sonst irgendwas. Ja, es macht einfach nur Bock, dieses Spiel, außer diese Strecke. Aber ja, komm, ich will meinen Charakter sehen und so weiter. Und gucken, was hier am Ende passiert, wenn man alles hat. Ach stimmt ja, den Spiegelcup, den gibt's ja auch noch, Leute. Uah, den Spiegelcup, den gibt's ja auch noch, der wird ja jetzt freigeschalten, wa? Ja, da gibt's ja auch noch. Aber der ist ja auch nur dasselbe, nur spiegelverkehrt. Das ist auch unnötig. Ja, jetzt weiß ich auch, wo man die anderen... Ja, Etzer. Etzer. Jetzt weiß ich nämlich, wo man die anderen Charaktere herkriegt. Jetzt. Ich Trottel. Warum habe ich nicht dran gedacht? Spiegelcup, na logisch. Ist es jetzt der Endcut oder was? Ja, ist echt. Oh, wirklich? Nein, ich will den aber nicht komplett angucken, bitte. Aha, kann ich die bitte überspringen? Nein! Ja, gut. Dann schauen wir die wunderschönen Credits an.
So, Programming, Takeshi Miyamoto, Yuki Shoshoi, Obayashi, Mifune Hayata, Tisato, Kento, Yunito, Kaisuki Ba, Ito, Yunito, Kurs Design Lead, Masaki Kamazaskake, Alter, Kurs Design, Yohetsu Itsumi, Takeshi Hosono, Yoksek, Yokong, Kong, Miki Akoni, Aoki, Hada, Hamui, Tatsukutu, Alter, what the fuck, das kann doch keine Sau lesen, Mann! Tokashi Abe, Kutsunori Fuji, Satomi Asakawa, Shiharu Tabayashi, Maeyama Yamamoto, Hiroko Nishibe, Sayaka Nishimura, Makoto Hata, Shihu Fuji, Asta Asahi. Alter, das kann doch keine Sau lesen, Mann! Hiroko Hirano, ja geil. Demo-Movie. So, wenn ganz am Schluss hier Endcut steht, wer das gemacht hat, den hau ich. Das muss doch nicht sein! Ja! Cool, ein Teddybär. Alles klar, bitte. Wie viele Leute haben denn da mitgemacht? Alles Japaner hier nur. Nur Japaner haben da mitgemacht, echt? Waren da nicht vielleicht auch mal ein paar andere dabei mit anderen Namen oder so? Merkt man nicht. Alles nur Japaner. Das ist richtig schlimm. Deswegen sind die auch so gut in dem Spiel. Na. Okay, dann laber ich noch ein bisschen. Wie gesagt, den Spiegelcup, den werde ich nicht aufnehmen, weil es halt einfach nur komplett dasselbe ist, nur halt spiegelverkehrt. Ist auch so interessant und so hammergeil und bla bla bla. Deswegen werden jetzt auch nur noch Online-Folgen kommen. Macht auch am meisten Spaß. Ich denke, für euch ist am meisten Spaß, weil ihr dort mitfahren könnt, ab und zu ein paar Runden. Weil ihr dabei sein könnt, eben macht's, denke ich, für euch mehr Spaß. Und ist für euch reizender und ja, generell macht es auch mehr Spaß zum Zuschauen, wenn ich da mal global oder regional oder sowas fahre. Also global gegen die ganzen Japaner oder sonst was. Oder gegen Amis, sonst wie und wo und was. Macht natürlich viel mehr Spaß für euch. Ah doch, da sind ein paar Anton und der Kevin. Der Greg, ach so, das ist Translation, ja toll. Super. Ach hier, neue Quali Assurance, Andreas Langer. Könnte ein Deutscher oder ein Österreicher sein oder so. Oder ein Schweizer, man weiß ja nicht. Mark Henkler, ja, das hört sich deutsch an irgendwie. Gut, wie gesagt, Online-Folgen ist für euch viel, viel, viel spannender. Und macht euch bestimmt viel, viel mehr Spaß. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Den Spiegelcup, der muss jetzt meiner Meinung nach echt nicht sein. Den mache ich so durch und dann seht ihr ja im Online-Modus, was ich so für Charaktere fahre. Und ich meine, ihr könnt euch ja denken, dass ich alle freischalte. Ich weiß auf jeden Fall noch, was ich für ein Video machen werde. Ein richtig geiles Video, sage ich euch. Vielleicht ist es aber auch schon draußen, wenn ich das hier sage. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht ist es schon draußen. Und wenn, dann schaut ihr auf meinem Kanal. Und da habe ich bestimmt mal was anderes als ein Mario Kart 8 Let's Play hochgeladen. Das wird es dann nämlich sein. Jo, geil. Schon ein geiles Spiel. Muss ich schon zugeben. Wehe, meine Wii U kackt jetzt schon wieder ab. Es wäre... Ah, ne, Gott sei Dank. So, dann gucken wir nochmal kurz hier. Perfekt, alles. Ach ja, hier, das zählt einfach mal gleich. Außer das hier halt, ne? So, wen haben wir denn? Wer ist denn das? Geil, wir haben unseren Mii. Ist ja schön. Das finde ich schön. Alter, wie fett bin ich denn da? Weil ich mich ja auch so fett gemacht habe, ne? Ist logisch. Ach geil, ich kann auch andere Mies fahren. Hier den Michel oder den Malte oder so. Ne, ich will schon mich fahren. Hier. Geil, super. Gut, okay. Dann war's das von diesem Let's Play. Wir sehen uns dann nur noch in den Online-Modi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen und natürlich auch bei den ganzen Online-Parts. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann noch ein bisschen den Spiegelcup durchpauken und boxen, was auch immer. Dass ich die ganzen Charaktere bekomme. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen von Mario Kart Online. Und ja, ich muss mich gerade ein bisschen strecken, mein Rücken tut einfach nur weh. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Ciao, Leute.